Ich möchte heute über die sogenannten Lernaufgaben der Loslasserin sprechen. Das heißt weniger darüber, woraus sie im Einzelnen bestehen, denn das ist, denke ich, allgemein bekannt, sondern mehr darüber, wie wir sie meiner Meinung nach einordnen sollten. Also über den Umgang mit ihnen. Und ich finde es wichtig, dass man sie nicht in das Zentrum rückt, dass sie nicht dasjenige sind, worauf man sich total fokussiert, dass man sie sich eben nicht, wie damals in der Schule, schreckliche Zeiten diesbezüglich, ins Hausaufgabenheft schreibt und sich dann täglich vornimmt, diese Aufgaben habe ich noch, wie mache ich denn das jetzt? Das muss ich noch abarbeiten und so weiter. Wenn wir so vorgehen, geschieht nämlich Folgendes. Wir rutschen knallhart in unser Ego rein und zwar noch mehr, als wir ohnehin schon drin sind. Das ist die große Gefahr. Allein das Wort Lernaufgaben enthält so viel intellektuellen Sprengstoff. Es ist ein Wort des Verstandes, des Denkens. Und das Ego hängt sich nun mal rasend gerne an den Verstand. Der Dualseelenprozess ist aber ganz und gar nichts Intellektuelles. Es ist etwas rein Spirituelles. Ja, ich würde sogar sagen, dass es nicht mal etwas Emotionales ist, sondern tatsächlich ein geistiges Geschehen, was auf höchster Ebene stattfindet und seine Früchte in die irdische Dimension hinunterfallen lässt, wie einen reifen Apfel vom Baum. Die Veränderung geschieht aber nicht auf der irdischen Ebene, sondern allein im Spirit. Einfach deshalb, weil die Dualseelenkonstellation etwas spirituell Angelegtes ist, etwas, was Gott erzeugt hat. Und weil wir im Laufe dieses Prozesses unseren Spirit immer mehr leben. Wir bringen den Geist Gottes auf die Erde, das geschieht. Das ist nicht allen Dualseelen bewusst. Es ist denjenigen am meisten bewusst, die die größte Reife haben, die möglicherweise in Atlantis und Lemurien gelebt haben. Vielleicht liegt das Problem bei diesen Lernaufgaben teilweise auch darin begründet, in der Wortwahl. Denn die Dinge, die dort angesprochen werden, sind an sich richtig. Beispielsweise, dass die Loslasserin üben sollte, sich abzugrenzen. Ich verwende bewusst das Wort üben, weil mir es näher steht als das Wort lernen. Und Lernaufgaben, das ist ja der doppelte Hammer. Einmal lernen und dann auch noch Aufgaben. Als müssten wir etwas leisten, als gäbe es von außen einen Zwang, als würde dort ein Lehrer stehen mit einem Rohrstock oder eine Mutter mit dem Pantoffel. Aber niemand verlangt das von uns, sondern im Gegenteil, es sind Geschenke. Es sind Geschenke, die wir erlangen im Laufe des Prozesses, denn diese Dinge geschehen automatisch. Wir werden automatisch dazu gebracht, uns abzugrenzen, in die Lebensfreude zu kommen, unsere Verlustangst abzulegen. Das geschieht einfach, ohne dass wir es uns in ein imaginäres Hausaufgabenheft geschrieben haben.
Es geschieht sogar dann viel leichter und besser, wenn wir das nicht tun. Ich sehe das zentrale Massiv im Dualsein-Prozess in etwas anderem, nämlich darin, sich etwas Drittem zuzuwenden. Also den Blick, den fokussierten, konzentrierten, vielleicht sogar klammernden Blick vom dualen Gegenpol abzuwenden und ihn auf etwas Drittes zu richten. Wie immer man dieses Dritte nennen mag, es ist etwas Höheres, etwas Größeres. Gott oder das Universum oder eine höhere Macht. Denn wenn wir dorthin schauen und nicht mehr auf unseren geliebten Gefühlsklärer, dann fängt alles an zu fließen, weil Raum entsteht. Und wir empfinden uns als Werkzeug dieser höheren Macht. Oh, jetzt kriege ich eine Gänsehaut. Und in diesem Werkzeugsein liegt das Dienen. Und in dem Dienen liegt die Erfüllung. Ich meine jetzt nicht, dass wir den Buckel krumm machen und schuften bis zum Bandscheibenvorfall, sondern dass wir, wenn wir uns dienend hingeben, ein totaler Kanal werden für das Göttliche und auf diese Weise in das Flussbett unseres Seelenweges hineingleiten, dort, wo alles fließt, wo unser Leben fließt, wo wir Synchronizitäten erfahren, Leichtigkeit, Unterstützung, Freude. Und dann werden diese sogenannten Lernaufgaben sich schnell erledigt haben. Sicher gibt es eine Phase, wo wir auch bemerken, dass wir uns stärker abgrenzen und dass uns das auch gut tut. Aber diese Phase, selbst das ist vorübergehend, denn am Ende sind wir komplett offen, dann gibt es gar keine Grenzen mehr. Das heißt nicht, dass unser Dual uns dann gleichgültig ist oder dass wir ihn links liegen lassen. Wir wenden uns diesem Dritten zu, aus der Liebe zu diesem Menschen. Ich sage ja auch bewusst etwas Drittes. Das heißt, dass die beiden anderen Dinge, nämlich wir selbst und der sogenannte Gefühlsklärer, auch mit eingebunden sind. Dass eben dieses heilige Dreieck aktiviert wird, von dem ich in einem anderen Video schon sprach. Und das ist viel, viel, viel entscheidender als die sogenannten Lernaufgaben. Ich möchte sie wirklich nicht durchstreichen und weiß, dass sie auch ihre Berechtigung haben. Es geht darum, ihnen den richtigen Platz zuzuweisen, sie nicht überzudimensionieren, denn Liebe hat nichts mit Lernen zu tun. Jetzt muss ich wirklich schmunzeln. Liebe ist. Und eines Tages wird es ja sogar so sein, dass in den Schulen nicht mehr gelernt wird, wie es seit Jahrhunderten getan wird, sondern dass die Weisheiten mit Freude in die Schüler hineinfließen. Dass die Schüler einfach in diese Weisheit eintauchen, sie in sich aufnehmen und niemand sich mehr anstrengen muss, um Wissen zu erwerben. Diese Zeiten werden kommen, so wie es war in Atlantis oder in Lemurien.